Cover 1. Absolut optisch in meinen Augen geiles Ding. Wirklich optisch absolut geil. Spielerisch fängt hier wirklich die Idiotie an, was Panzerung angeht. Habe ich schon gemerkt. Man muss sich halt nur vor Augen führen, Mehrcover 1 ist Low-Tier Ära 3. Low-Tier Ära 3. Und wir haben hier einen Panzer, der schon eine Panzerung hat, wo der ein oder andere Top-Tier Ära 3 sogar verzweifelt. Panzerung an sich, ab Ära 3 ist ja eh nur noch Shot, Shot und nochmal Shot. Wir haben hier 400 mm an der Kanonenblende, 200 mm dann drumrum. Und beim Mehrcover ist aber so, da machen es die Winkel auch noch aus dazu. Wir sehen 100 mm hier an der Front. So, das ist eine gerade Platte und die angeschrägte Oberwanne. Die angeschrägte Oberwanne ist ja schon mal absolut krass gewinkelt. Dann haben wir hier nochmal 76 mm vor der 100 mm mit Unterwanne. Dann haben wir nochmal 50,8 hier der obere Teil der Unterwanne. Das ist, also ihr merkt schon, hier kommt ordentlich was zusammen. Plus Winkel. Die Winkel sehen wir ja leider nicht. Dann haben wir hier nochmal 35 mm davor irgendwie. Dann nochmal 30 mm vor der Wanne. Also, das ist... Also, was? Wargaming, bitte. Und dann haben wir hier nochmal 10 mm. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal das alles zusammenrechnen. Und das, da kommst du auf ein bisschen was schon als Load hier. Muss man ja mal so sagen. Ist auf jeden Fall ein Panzerungswunder als Load hier. Das ist schon heftig. Gucken wir uns sonst mal die Stats an. Wir haben auch 900 PS, 58 vorwärts, 38 rückwärts, 15 PS pro Tonne. Das ist überhaupt nicht viel, der ist relativ langsam. Wir haben 3450 HP. Die Mehrcover sind ja am Ende auch die mit den meisten HP dann. Das ist auf jeden Fall gut. So, wir haben 20 Grad nach oben, 8,5 Grad nach unten. Das ist auch okay. Wir haben jetzt auch schon mit der Stocker eine DBM von 4,79, kommen auf eine DBM von 5700, haben eine Genauigkeit von 0,17, eine Zielerfassung von 1,7, haben 48 Schuss dabei, wir haben APF als Standard und Premium, hier ist die Standard noch schlechter als bei Magach, wir haben hier nur 438 und die Premium hat hier 527. Die Premium ist jetzt nicht so viel schlechter als die von Magach, aber die Standard hat schon ihre 60 Pen weniger. Das ist schon mal nicht so geil. Wir haben auch 460 Alpha. Fluggeschwindigkeit, alles so dasselbe mit der Premium. Außer halt die Pen ist anders. Ja, das wäre es so im Schnelldurchlauf. Kommandantin bei mir ist die, die ich auf dem Magach sonst drauf hatte. Also Waffenbrüder 6er sind Nachladen, Genauigkeit und schnellerer Einsatz des 3D-Druckers. Also ihr wisst schon hier, Verbrauchsmaterial, Cooldown. Genau. Ansonsten Zielinformation, Ansatzer, stabile Lüftung, 64 Schuss Standard, 12 Schuss Premium, 8 HE habe ich dabei. Und ja, das wäre so im Schnelldurchlauf. Ich glaube, da muss man echt nicht viel sagen. Das wird über die Stufen immer noch viel, viel krasser. Also der ist für mich mit dem Leo 2A5 dann am Ende der Mehrcover 3 absolutes Top-Tier. Die dominieren so hart. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal den Mehrcover 1 an. In der Runde. Los geht's. Und da sind wir auch schon Perlenfluss, Standardgefecht. So, jetzt checken wir mal kurz ab mit 4 Pen. Ein Challenger 2 kann gefährlich werden. Der BU und der A2, wenn sie Premium laden. Ansonsten können wir uns schon ganz gut behaupten eigentlich. Ja, 4,8 Sekunden jetzt schon, habt ihr gesehen. DBM technisch auf jeden Fall gut dabei. Die Geschwindigkeit seht ihr schon, ist halt wirklich das wie bei Magach. Aber das wird mit dem Motor, Mirko hat mir schon gesagt, der ist schon bei Mehrcover 3, der Motor, der bringt es dann wirklich, da bist du dann ordentlich mobil.
Wir fahren jetzt hier mal in die Mitte mit ran, auch wenn wir da gerade alleine sind. Aber ich will jetzt einfach mal ein bisschen provozieren und gucken und euch zeigen, was schon der Einser überhaupt kann. Vielleicht lehne ich mich jetzt auch gleich zu weit aus dem Fenster. Okay, okay, da kommt... Oh, da kommt ja richtig viel. Da kann ich mich direkt droppen lassen. Also lebensmüde bin ich ja dann doch nicht, wenn so viel da ist, weil das waren jetzt locker 5-6 Panzer, die da kommen. Und ich wage zu behaupten... Nee, das Ding ist durch. Das Ding ist so durch. Ja, oder vielleicht, weil er stellt sich hier auch an wie das erste Brot. So. Ich baue uns aber auch an ihm, okay. Nur getrackt, scheiße. Also DPM-technisch, merkt ihr schon, absolut krass, was wir hier hinlegen. So, und wenn ihr jetzt nochmal im Blick hattet, wie viele vom Gegnerteam hier wirklich lang kamen und was jetzt daraus geworden ist. Ja. So, wir haben hier jetzt noch einen B, der uns ignoriert. Das ist ein großer Fehler für ihn. Weil jetzt Low-Tier gegen Low-Tier, ihr seht schon, das ist, also, ich bin mit der Unterwanne zuerst hochgefahren. Er konnte mich nicht pennen. Meine Pen ist jetzt auch nicht die beste. Ich muss jetzt halt gucken, dass ich seine Schotten ein bisschen hier da rauskriege, aber das ist nicht das Problem. Merkava 3. Das ist jetzt schon ein anderer Gegner. Weil ich jetzt gegen mich in gut nochmal kämpfen muss. Und der halt auch ordentlich Panzerung in der Seite hat. Aber mit ein bisschen Support haben wir das auch hingekriegt. Ich habe jetzt allerdings echt nicht gedacht, dass der Merkava 3 uns pennen kann. Also normalerweise hat er nicht so viel pennen. Da ist der Challenger 2. Ja gut, der hat halt die nötige Pen. Das ist halt... Das ist nicht meine Kragenweide. Jetzt da bin ich eh One-Shot. Ja, ihn wollte ich jetzt eigentlich nicht treffen. Wir haben schon kombiniert knappe 6000 gemacht, also für ein Load hier, der Stock ist, bin ich voll zufrieden, wirklich. Das ist mir hier, das reicht mir vollkommen aus. Ich muss jetzt hier keine übertrieben krasse Runde hinlegen. Weil das ist jetzt hier eh vorbei. Gut. Ja. Für die erste Runde doch ganz okay. Da würde noch mehr gehen. Wir schauen mal, was die zweite Runde hergibt. Ja, für den dritten Platz sogar gereicht. So, zweite Runde. Duklapass Standardgefecht. Hm. Zweimal A5. Viermal Merkava 3. Boah, das tut schon weh. Bei uns zwei Challenger. 92,2, Merkava 3, ja. Ja, da müssen wir mal schauen. Vielleicht sollte ich auch noch ein bisschen mehr Premium mitnehmen. Weil, wie gesagt, 420 ist halt doch auch schon wirklich krass wenig. Ja, muss ich mal schauen noch. Wir fahren jetzt hier erstmal mit der Masse mit.
Gerne noch schön angeschubst, damit wir hier auch ein bisschen Tempo mitkriegen. Haufen T72 hier auf jeden Fall. Oh, und der Gegner, der macht hier schon mit einem BU direkt in der Mitte Stress. Ja, das ist jetzt das, was ich... Ja, weil wenn du hier hochpiekst und... Ach, jetzt sind die Gegner halt schon eingeaimt auf die Ecke. Und das macht jetzt wenig Sinn, da nochmal mit hoch zu pieken, wenn da schon viele offen waren von uns. Weil der Gegner eh schon dahin aimt. So, mehr Cover 3, mehr Cover 3, da machst du schon mal nix. Wir zumindest nicht, wir haben zu wenig Pen. Wenn, dann müssen wir in die Seite ran oder ans Heck. Aber so wird es nix. So, Chieftain 11. Ah, den können wir hier schön in die Unterwanne. Peak nochmal so hoch. Ich glaube, du bist motiviert. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Komm. Ah. Er ist auch motiviert dort. Gebounced, okay. Passiert auch mal den Besten. Aber von hier können wir schön in die Seite formen. Diese DPM ist halt wirklich absolut geil. Okay, beim Mehrcover an der Seite gebounced wieder mal. Aber MBT70 geht auf jeden Fall rein. Stand doch gerade noch was, was noch nicht offen war. Oh, was ist mit dem Chieftain da? Der A5, der muss jetzt da mal hier, geh mal da weg. Da kommt eine Rakete. Und wir kriegen es von rechts. Warte mal, was? Kommen wir gerade einen Schuss rüber, oder? So ein Blöder. Lenk ein mit dem Leo. Wollten wenigstens jetzt tracken, aber okay. Muss man noch ein bisschen nach vorne jetzt und was abfliegen hier. Mal der Mehrcover 1, der sieht hier. Darf ich jetzt auch nicht weghauen hier? Ah, den habe ich ja voll vergeigt hier. Oh, weia, weia, weia. Stehen bleiben. Den nehmen wir erstmal raus, weil. Wird uns richtig gefährlich. MBT 70. Gut, mein Freund. Du hast keine Panzerung. Ich habe die DBM. Wir klären das jetzt einfach. Okay. Seine Pen reicht für mich aus. Hat auch jetzt Heat geladen, oder? Jetzt hat er mich noch nie und immer gepennt. Das ist jetzt natürlich unschön hier, oder? Ja, da war jetzt... Wie ist unser Team jetzt gestorben? Hä? Was haben wir denn wieder für inkompetente Idioten gehabt? Ich check's nicht, echt. Wie konnten die denn das jetzt da drüben schon wieder verkacken, einfach? Die waren so viele.
Ja, gut. Ist halt so. Komm, Challenger, geh drauf. Zögerst nicht unnötig raus. Guckt euch das an. Er bounced einfach in der Unterwanne vom Merkava 3 und er fährt schon so hoch. So, das sind nur noch die Merkavas, die leben. Ja, gut, ne? Was willst du denn da machen? Es ist halt Merkava, ist krass. Wirklich. Kannst nichts machen. Diese DBM, die der hat mit der Panzerung. Das ist so krank. Ich bin low tier, hab meine knapp über 8000 kombiniert gemacht, 2,5 abgewehrt. Das ist wirklich, also dieser Panzer. Das ist so krank. Das ist wirklich so krank, einfach nur. Ja, Freunde. Was war das jetzt? Achso, ich habe die Season-Stufe erreicht, ne, mit dem Panzer. Ich habe den jetzt nicht gekauft. Ah, ne, ja, ja. Deswegen habe ich auch wieder jetzt direkt ein bisschen Silber. Ja, nice. Auch noch das im Video mit gleich abgeschlossen. Das ist gut, wir haben auch hier noch eine neue Stufe gleich gemacht mit dem. Ne, neues Radio brauche ich nicht. Ja, als nächstes kommt der Motor. Da werden wir auf jeden Fall investieren. 300 PS mehr, 70 km/h, dann vorwärts 43, rückwärts, das ist natürlich krass. Kanone kriegt dann auch mehr Pen, 527 standardmäßig, das ist okay auf jeden Fall. Und bessere Genauigkeit und Reload noch. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Video, Freunde. Das war's zum Merkava 1.